Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video. Wenn du denn möchtest, lass uns heute ein paar fließende und ein wenig abgewandelte Sonnengrüße Surya Namaskar üben. Im Anschluss gibt es eine Dehnung für den Körper und wie immer, wenn du möchtest, eine ganz entspannte und ausgedehnte Schlussentspannung, ganz nach deinem Geschmack. Benötigen tust du für diese Praxis nichts, außer Lust, das Blut ein bisschen in Wallung zu bringen. Und dann lass uns gleich beginnen, und zwar im Stand. Komm einmal zum Anfang deiner Matte in einen hüftbreiten Stand. Tadasana, die Berghaltung. Nimm einen ganz ausgedehnten Atemzug hier und dann lass uns ohne viel Ansagen ganz locker durch die Asanas fließen und mehr spüren als Anweisungen zu befolgen. Spür hier einmal, wie der Scheitel Richtung Himmel zieht und du dich ganz gut verwurzelst durch deine Fußsohlen. Atme einmal tief ein, nimm die Arme über die Seiten nach oben, streck dich lang, schließ die Hände und atme aus, nimm die Hände in Anjali Mudra. Einatmen, öffne dich nach oben, zieh dich in Länge. Ausatmen, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Einatmen, stell die Finger auf, eine halbe Vorwärtsbeuge, Oberkörper lang. Und ausatmen, mach einen großen Schritt mit rechts nach hinten. Sprinterposition. Leg die Hände in die Matte und dann mit der nächsten Ausatmung bring den linken Fuß mit dazu in den ersten hinabschauenden Hund. Ein Atemzug, um dich hier einzurichten. Knie gerne ein wenig angewinkelt, schieb die Hände fest in die Matte und so dein Becken weit nach hinten und nach oben. Mit der nächsten Einatmung roll nach vorne in eine schiefe Ebene, Bretthaltung. Zieh die Schienbeine schon energetisch zueinander. Atme hier nochmal ein, den Scheitel zieh nach vorne, leg die Knie ab. Lass die Unterarme ganz senkrecht und dann leg ausatmend die Brust zwischen deine Hände. Füße lang, die Zehennägel schieben in den Boden. Atme ein in eine kleine Kobra. Oberkörper und Kopf heben sich. Stell die Zehen auf, schieb dich über den Vierfüßlerstand und ausatmend zurück in den Hund. Und dann finde hier im Hund so eine kleine Innenwölbung im unteren Rücken. Fühlt sich an wie ein Mini-Hohlkreuz. Stülp also dein Steißbein so ein bisschen nach oben. Die Knie angewinkelt. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein weit nach hinten und nach oben raus in den dreibeinigen Hund. Mit der Ausatmung zieh das rechte Knie zum Brustbein nach vorne und setz den Fuß lautlos zwischen die Hände. Löse hier die Hände, komm einatmen nach oben, Krieger 1 Variation. Heb hier die Achseln und die Hände höher, Körperseiten lang. Ausatmen, komm ein bisschen tiefer. Noch eine Einatmung hier, heb den hinteren Oberschenkel weit nach hinten und nach oben. Und mit der Ausatmung komm tiefer im vorderen Knie. Noch einmal ein hier. Und aus, Hände zurück in die Matte. Bring den linken Fuß nach vorne in eine halbe Vorwärtsbeuge, Oberkörper lang. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Noch einmal einatmen, halb. Und ausatmen, großer Schritt mit links nach hinten, Sprinterposition. Hände in die Matte, rechts dazu in den hinabschauenden Hund. Ganz kurz zwischenlaufen hier, heb die Körperseiten lang und mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund. Das Knie zieht zum Brustbein und atme aus, setz den Fuß lautlos zwischen die Hände. Löse hier, nimm die Arme lang nach oben und aus, komm tiefer. Gut, dein vorderes Knie zeigt eher tendenziell nach außen. Atme ein, heb den hinteren Oberschenkel weit nach hinten und nach oben. Bleib hier so und atme aus, komm tiefer im vorderen Knie. Noch einmal hier einatmen, heb dich weit und aus, zurück in die Sprinterposition.
Mit der nächsten Einatmung Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge, Oberkörper ganz, ganz lang und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Drück die Füße hier fest in den Boden, komm einatmen nach oben zum Stehen und obacht ausatmen, fließ wieder in Uttanasana die Vorwärtsbeuge. Ein, halbe Vorwärtsbeuge. Und aus, wieder großen Schritt mit rechts nach hinten, Sprinterposition, Hände setzt auf, links dazu in den Hund. Sehr gut, heb einatmen, dein rechtes Bein in den dreibeinigen Hund. Und dann setzt den Fuß wieder ausatmen nach vorne, zwischen die Hände. Oberkörper ganz, ganz lang, schieb dein Herz weit nach vorne. Und dann löse hier wieder die Hände, nimm die Arme lang nach oben und setz dich wieder tiefer. Und jetzt greif einmal mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk. Einatmen, zieh dich hier ganz lang und mit der Ausatmung neig den Oberkörper nach rechts, zieh den linken Arm weit auf die rechte Seite. Stabil in beiden Beinen. Ein Atemzug hier. Komm einatmen, wieder zur Mitte. Senk die linke Hand zum Boden, rechte Hand zur Hüfte. Und dann drehe die rechte Schulter über die linke und streck den rechten Arm zum Himmel. Und jetzt mach dich hier ganz weit in alle Richtungen, wie so ein Seestern. Nacken locker einatmen hier. Ausatmen. Leg dich ein bisschen in die Schulterblätter, mach die Brust breit. Nochmal ein, so. Und aus, Hand zurück zum Boden. Sehr gut. Leg dein hinteres Knie sanft am Boden ab. Vielleicht unterleg dir das Knie mit dem Handtuch. Und dann bring dein Becken weit nach hinten für den Runner Stretch. Und vielleicht krabbel mit dem vorderen Fuß ein bisschen weiter nach vorne. Du bist auf den Fingerspitzen. Und dann heb hier die Zehen zum Schienbein, flex den Fuß. Und bring deine rechte Gesäßhälfte ein bisschen weiter nach hinten. Das vordere Bein ist gestreckt. Atme hier ein in die Länge deiner Wirbelsäule bis in die Haarspitzen. Und dann atme aus und komm ein bisschen tiefer mit Rücken und Kopf. Ein Atemzug hier. Komm tief. Und dann winkel deinen rechten Fuß wieder an. Hinter das Knie, heb in die Luft, Hände in die Matte und zurück in den Hund. Sehr gut. Nächste Einatmung. Heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund, weit nach hinten und nach oben. Öffne die Hüfte. Ausatmen, Knie zieh nach vorne, Sprinterposition. Sehr gut. Löse hier wieder die Hände und dann mach den Rücken lang, komm nach oben und setz dich tiefer. Stabilisiere dich in den Beinen, heb wieder den hinteren Oberschenkel weit Richtung Himmel. Und dann greife mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk. Einatmen, zieh die Körperseiten lang und ausatmen. Lehn dich nach links, zieh den rechten Arm weit rüber. Gut, ein Atemzug. Löse die Hände. Komm zurück in Sprinterposition, leg dein hinteres Knie wieder ab. Und dann beginn dein Becken nach hinten zu bewegen. Das vordere Bein streckt sich, vielleicht krabbel so ein bisschen nach vorne. Und dann flex den linken Fuß. Zieh die Zehen schön ran zum Körper. Und die Fingerspitzen sind aufgestellt. Bring die linke Hüfte ein bisschen weiter nach hinten, streck das linke Bein. Einatmen, bis in die Haarspitzen, eine lange Wirbelsäule. Und atme aus, bring den Rücken ein bisschen tiefer. Ein Atemzug hier. Komm zurück hier in den 90-Grad-Winkel, hinter das Knie heb an. Und dann heb nochmal die Arme in den Ausfallschritt. Sehr gut, komm ein bisschen tiefer.
senk die rechte Hand zum Boden. Linke Hand geht zur Hüfte. Und dann bring die linke Schulter über die rechte. Streck den linken Arm Richtung Himmel. Ganz wenig Gewicht auf der unteren Hand. Atme ein, mach dich weit in alle Richtungen. Ausatmen, schön tief im Becken. Nochmal ein, hier greif nach oben. Mit der Ausatmung lehn dich in die Schulterblätter. Und komm zurück hier, leg die Hand zum Boden und schieb dich in den hinabschauenden Hund. Find hier wieder die leichte Innenwölbung. Dazu winkel die Knie ein bisschen an. Und dann heb die Sitzknochen zum Himmel. Spür, wie die Körperseiten hier ganz, ganz lang werden. Heb dich weit nach hinten und nach oben. Und ohne den unteren Rücken jetzt zu runden oder irgendwie zu verändern, probiere die hinteren Oberschenkel nach hinten zu weiten und die Beine ein bisschen zu strecken. Fersen völlig irrelevant, ob die am Boden sind oder nicht. Gut, mit der nächsten Einatmung roll nach vorne in eine schiefe Ebene. Setz die Knie ab, atme aus, senk Oberkörper und Stirn Richtung Boden. Füße lang. Atme ein, roll die Schulter nach oben und nach hinten in eine Kobra. Solltest du hier großen Zug im unteren Rücken spüren, dann energetisiere deine Schienbeine, zieh sie zueinander Richtung Mittellinie des Körpers. Einatmen, heb hier den Scheitel Richtung Himmel, die Arme haben eine Mini-Beuge. Nochmal einatmen hier und dann komm über den Vierfüßler zurück in den Hund. Gut. Nächste Einatmung. Heb dein rechtes Bein in den dreibeinigen Hund. Ausatmen. Setz dein Knie zum Brustbein und den Fuß zwischen die Hände. Gut. Komm einatmen nach oben und ausatmen. Nimm die Hände vors Herz in Anjali Mudra. Lehn dich über den rechten Oberschenkel. Und dann beginn von der Taille aus dich zu drehen, den linken Oberarm einzuhaken am rechten Knie. Und dann komm hier in den Twist. Ich muss aufs Mikro aufpassen. Die Daumenkuppen ab vor dem Brustbein. Und dann dreh die rechte Schulter weiter Richtung Himmel. Hinteres Bein ganz lang und aktiv. Ein Atemzug hier. Löse auf, Hände zum Boden. Schritt nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge. Langer Oberkörper. Und ausatmen, ganze Vorbeuge. Nochmal ein, halbe Vorbeuge. Aus, ganze Vorbeuge. Und weil es so schön ist, ein, Vorbeuge. Und ausatmen, großen Schritt mit rechts nach hinten. Sehr gut, links dazu in den hinabschauenden Hund. Nächste Einatmung. Heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund. Zieh dein Knie zum Brustbein und ausatmen, Sprinterposition. Sehr schön, löst die Hände, komm einatmen nach oben, ausatmen tiefer und Hände vors Herz. Lehn dich über den Oberschenkel und dann beginnst den Oberkörper zu drehen, hak mit dem rechten Ellbogen am Knie ein und komm in den Twist. Und dreh dein Brustbein weit nach links und das hintere Bein ist ganz stabil. Ein Atemzug. Löse auf, Hände zum Boden. Steig nach hinten in den Hund zurück. Wir fließen durch ein Vinyasa. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab über Knie oder Chaturanga Dandasana. Einatmen, Cobra. Oder kleine Kobra. Ausatmen, in den Hund zurück. Gerne über Vierfüßler. Sehr gut. Bleib hier für einen Moment. Und dann beginne ich langsam zu rekeln in diesem Hund. Und die Fersen nacheinander in den Boden zu schieben. Nimm die Schultern mit in die Bewegung. Und es kann auch so eine wie so eine ganz unorthodoxe, undogmatische Welle aussehen. Gut, und dann lass die Bewegung
verklingen. Nimm noch einen Atemzug hier, schieb dein Becken weit nach hinten und nach oben. Und dann atme aus, lass dein Herz Richtung Boden sinken. Gut. Und dann senk die Knie hier Richtung Boden ab. Ganz kurz in den Vierfüßlerstand. Und lass uns die Wirbelsäule noch mehr bewegen. Mit der Einatmung lass den Bauch locker nach unten durchhängen, schieb die Brust zwischen den Oberarmen durch, heb den Kopf in eine schöne Kuh. Ausatmen, komm in den runden Katzenbuckel, mach dich klein. Einatmen, Kuh, heb die Sitzknochen Richtung Himmel. Ausatmen, mach dich rund, schieb dich weg vom Boden. Letztes Mal so, einatmen hier. Und ausatmen, runde Katze. Stell die Zehen auf und mit der nächsten Ausatmung schieb dich nochmal in den hinabschauenden Hund. Sehr gut. Und dann heb ein letztes Mal dein rechtes Bein weit nach hinten. Zieh das Knie nach vorne zum Brustbein und dann leg dein Knie hinter deine rechte Hand Richtung Boden. Und wenn du jetzt nach unten schaust, deine rechten Zehen sind in der Matte, die Zehennägel haben Kontakt mit deiner Matte. Gut. Und dann lauf mit deinem linken Fuß ein bisschen weiter nach hinten. Gut. Dann heb einmal dein rechtes Knie und schau mal, ob du das rechte Knie noch ein bisschen weiter nach rechts heben kannst. Wenn du nach hinten schaust und das linke Bein weit nach hinten wanderst, dann achte darauf, dass das linke Bein eher Richtung rechter Mittellinie zieht. Okay. Und wenn nichts mehr geht und du das linke Bein so weit nach hinten gewandert hast, wie es möglich ist, dann leg hier den Fuß ab und komm, wenn es denn geht, einmal aufrecht zum Sitzen. Die rechten Zehennägel schieben hier ganz aktiv in den Boden. Und dann zieh hier mit der nächsten Einatmung beide Beine energetisch zueinander. Du kommst ein bisschen höher. Mit der Ausatmung lass dein Becken ganz locker sinken und schau mal, wie tief es heute bei dir geht. Auch hier erstmal komplett ohne Druck. Nimm an, was jetzt gerade möglich ist. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann könntest du die linke Hüfte ein bisschen weiter nach vorne drehen und so noch symmetrischer in der Haltung werden. Dann nimm die Hände nach vorne und dann wander die Hände weiter weg von dir und komm tiefer mit dem Rücken. Und du spürst eine schöne, angenehme Dehnung in der rechten Gesäßhälfte. Und diese halbe Taube finde ich eine ganz gute Haltung, um so ein bisschen weg von der Perfektion zu kommen. In dieser Asana kann man wahrscheinlich nach 100 Jahren noch verbessern. Ganz spannend einfach anzunehmen, wie es heute geht. Vielleicht wandern die Arme sogar noch ein bisschen weiter nach vorne für einen letzten Atemzug. Und dann komm wieder aufrecht, setz die Hände für eine gute Basis in die Matte, die hinteren Zehen stell auf und dann heb dich hier ganz geschmeidig zurück in den Hund. Gut. Wenn du dich so ein bisschen durchbewegen möchtest, dann tu das gerne. Mit der nächsten Einatmung, wir wechseln die Seiten, heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund, bring dein Knie zum Brustbein und dann setz dein linkes Knie hinter die linke Hand und die Zehennägel in die Matte, mein Papale geht ab. Oh je. Gut. Und dann achte erstmal drauf, dass ihr die Zehennägel Kontakt mit dem Boden haben. Wander das rechte Bein ein bisschen weiter nach hinten und das Bein zieht in Richtung Körpermitte, dass du ganz in der Mitte deiner Matte bist mit dem rechten Bein. Und dann heb einmal dein linkes Knie ein bisschen und probier, ob du es ein bisschen weiter nach links drehen kannst und dann nachrutschen kannst mit dem rechten Bein. Und wenn du angekommen bist in deiner Endhaltung, dann richte dich hier bequem ein. Komm aufrecht zum Sitzen, wenn es dir denn möglich ist. Es gibt immer die Möglichkeit, hier das Gesäß mit dem Klotz zu unterlegen.
Mit der nächsten Einatmung zieh jetzt energetisch die Füße zueinander. Du kommst höher im Becken. Und dann atme aus und sink hier ganz locker Richtung Boden. Für die Perfektion zieh deine rechte Hüfte ein bisschen weiter nach vorne. Nimm die Hände vor dir in die Matte und wander den Oberkörper tiefer. Langer Nacken hier. Und dann schick Atem in die linke Gesäßhälfte. Vielleicht, wenn du möchtest, komm tiefer mit dem Oberkörper. Für eine schöne Hüftdehnung. Sehr gut. Und dann stell die Hände wieder auf. Hinteres Knie heb an. Schieb dich ein letztes Mal in den Hund zurück. Sehr gut. Noch eine Einatmung hier. Winkel die Knie ein bisschen an. Atme ein, heb dich ganz weit nach hinten und nach oben. Atme aus, streck die Beine ein bisschen mehr. Sehr schön. Und dann senk die Knie hier zum Boden. Und komm einmal zum Sitzen auf den Knien, wenn dir das denn möglich ist. Gut. Und natürlich auch eine Sitzhaltung deiner Wahl. Und dann streck die Arme einmal zur Seite aus und beginn die Arme zu überkreuzen. Welchen Arm über welchen ist erstmal egal, wir tauschen eh die Seiten. Und dann probier hier die Handflächen zueinander zu bringen. Und die Daumen schauen zu dir in Richtung Nasenspitze. Und eigentlich ist es völlig egal, wie du die Hände hier zum Fassen bekommst. Auch hier probier, was heute möglich ist. Und dann sitzt ganz aufgerichtet in deiner Wirbelsäule. Atme hier tief ein. Und mit der Ausatmung hebe die Ellbogen höher Richtung Nase. Spür jetzt eine schöne Öffnung zwischen den Schulterblättern. Und dann atme hier nochmal ein, mach dich ganz, ganz lang. Und mit der Ausatmung heb hier die Hände und die Ellbogen noch höher. Heb den Blick, komm in so eine mini, mini, mini Rückbeuge. Bleib ganz stabil im unteren Rücken. Nimm noch einen Atemzug hier. Und dann atme aus, Ellbogen führt zurück. Und dann löst die Arme. Mal kurz die Schultern durchbewegen. Und dann lass uns gleich die Seite wechseln, überkreuz jetzt die Arme andersrum und nimm dir wieder die Handflächen zueinander. Deine Daumen zeigen Richtung Nase, im Idealfall. Atme hier einmal tief ein, öffne die Schulterblätter und dann atme aus und heb die Ellbogen höher. Sehr gut. Langer Nacken, bleib ganz stabil im unteren Rücken. Und dann atme hier nochmal ein. Und wenn du möchtest, mit der Ausatmung, heb Arme, Ellbogen, Hände höher, heb den Blick, mini, 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 Rückbeuge. Ein Atemzug hier. Und dann löse langsam auf, löse die Ellbogen voneinander, kreis die Schultern oder so, wie es der Körper gerne hätte. Und dann komm einmal zum Sitzen. Stell die Füße auf. Stell die Hände hinter dich und die Füße sind hüftbreit. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne in Richtung deiner Füße. Wir gehen einmal in einen Tisch für eine schöne Vorderkörperöffnung. Also schieb einmal nach vorne, nach unten in die Füße. Und dann mach die Arme lang, öffne die Brust nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung heb hier dein Becken weit nach oben, komm in den schönen Tisch. Jetzt mach den Popo fest. Und die Knie sind über den Füßen. Arme stabil. Heb die Brust hier höher. Heb den Bauchnabel höher. Und dein Schambein strebt auch Richtung Himmel. Im Nacken ganz, ganz weich. Und nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Die Brust breit, sehr gut. Und mit der nächsten Ausatmung senkt den Popo ganz langsam wieder zurück zum Boden.
Stell die Füße auf, nimm die Hände nach vorne und wenn du keine Probleme mit dem Rücken hast, dann roll dich Wirbel für Wirbel zurück zum Boden, komm zum Liegen. Gut, stell beide Füße auf und dann greif dir einmal mit beiden Händen hinter den rechten Oberschenkel und nimm den rechten Unterschenkel 90 Grad Winkel. Und anders als sonst, schieb jetzt hier die rechte Ferse weit weg vom Körper. Die Arme werden lang und du drückst hier mit den Händen gegen den Oberschenkel und umgekehrt. Das linke Bein schieb am Boden entlang und schieb die linke Ferse ebenfalls weit weg vom Körper. Flex hier den Fuß. Und hier richtig Gummi geben. Der Hüftbeuger wird aktiv. Noch für einen Atemzug, schieb beide Fersen weit nach vorne. Dann atme hier nochmal tief ein und dann atme aus und beginn ganz langsam und vorsichtig das rechte Bein zu strecken. Und vielleicht ist es hier schon so und es reicht auch völlig. Oder wenn du möchtest, dann krabbel mit den Händen weiter nach oben am Bein, so weit wie du möchtest. Und zieh dir eventuell das Bein ein bisschen näher zum Körper. Eine schöne Beinrückseitendehnung. Die Schultern und den Nacken hab ganz weich. Die linke Ferse schieb weiter nach vorne. Und streck beide Beine. Bring das Bein ein bisschen näher zu dir. Genieße hier. Noch ein Atemzug. Und dann löse langsam auf. Stell wieder beide Füße auf. Wir wechseln die Seiten. Greif jetzt hinter deinen linken Oberschenkel. Und zunächst schieb hier die linke Ferse weit weg vom Körper. Also gib Gummi. Das rechte Bein schieb am Boden entlang. Auch hier die Ferse arbeitet weg von dir. Und jetzt press mit den Händen gegen den Oberschenkel und umgekehrt. Ja, dem Hüftbeuger, den wir mal so viel dehnen, dann auch mal kräftigen. Und mit einer nächsten Ausatmung beginn jetzt hier ganz langsam dein linkes Bein zu strecken, die Fußsohle Richtung Himmel zu schieben. Und dein rechtes Bein bleibt ganz aktiv, der Oberschenkel erdet. Wenn du möchtest, dann krabbel wieder mit den Händen am Bein entlang, dahin, wo es für dich möglich und gut ist. Und dann zieh dir das linke Bein zum Körper. Beide Beine gestreckt. Und dann löse auch hier vorsichtig auf, streck beide Beine am Boden entlang. Die Arme breite aus, vielleicht auch in Kaktusform. Und dann zieh dir die beiden Knie ran zur Brust, atme ein und auf Bauchnabelhöhe lass jetzt beide Knie nach rechts rüberfallen. Und vielleicht greif mit der rechten Hand zum Knie. Und wenn du möchtest, dreh den Kopf nach links, die linke Schulter. Darf hier gut erden. Für einen ganz sanften Wirbelsäulentwist zum Abschluss. Und dann dreh den Kopf zurück zur Mitte und die Knie. Stell die Füße wieder auf. Arme wieder breit, zieh dir beide Knie zur Brust und auf Nabelhöhe lass ausatmen, beide Knie nach links fallen. Und genieße hier die rechte Schulter zu entspannen. Lass einmal ganz los im Körper. Der Atem hat sich bereits beruhigt. Und dann komm zurück zur Mitte. Stell die Füße auf. Und wenn du möchtest, dann
Dotz einmal hier den Popo Richtung Boden. Im Iliosakralgelenk wieder alles an Ort und Stelle springen lassen. Und dann führ die Bewegung durch, die du jetzt brauchst, für eine schöne, entspannte Schlussentspannung. Shavasana. Leg dich also locker Richtung Boden. Breite dich aus, gönn dir den Platz. Und dann lass den Atem ganz natürlich kommen und gehen. Und genieß jetzt für ein paar Momente, nichts tun zu müssen und deine Gedanken einfach weiterziehen zu lassen, so ein bisschen auf Standby zu drücken. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um jetzt wieder runterzufahren. Je länger, desto schöner. Während ich mich verabschiede von dir, vielen Dank fürs Üben. Ich hoffe, dir geht's gut. Lass mich gerne wissen, wie es dir geht. Und dann freue ich mich, dass wir uns ganz, ganz bald persönlich wiedersehen. Bis dahin, pass gut auf dich. Ganz viel Licht. Namaste.